Hare Krishna, liebe Zuseher, Devotees und Freunde. Heute möchte ich über die Community sprechen, in der ich mich primär aufhalte, die ich mein Zuhause nennen kann. Und da, dieser Ort heißt Simhachalam. Simha heißt Löwe und Achalam heißt Berg. Eigentlich ist Simhachalam ein heiliger Ort in Indien, ein heiliger Ort von Narasingha. Narasingha ist die Halbmensch, Halblöwe-Inkarnation von Krishna. Krishna scheint manchmal in dieser Welt in verschiedenen Formen und einmal ist er erschienen als halb Mensch, halb Löwe, um seinen geweihten Prahlad zu beschützen. So Narasingha ist praktisch der manifestierte, personifizierte Zorn Gottes, könnte man sagen, aber gleichzeitig voller Barmherzigkeit. Zorn nur gegen Nicht-Devotis oder sozusagen gegen die Feinde der Devotis. Jeder, der ein Devot, ein Bhakta, ein Geweihter Krishnas ist oder Gottes ist, wird von dieser Macht von Krishna beschützt. Also dieser Aspekt Krishnas ist der Beschützer seiner Geweihten. Jedenfalls gibt es hier im Bayerischen Wald diesen Ort, Simhachalam. In diesen Ort gibt es schon in dieser Form seit 1982. Damals war die Hare Krishna-Bewegung noch recht jung und frisch, gerade hier in Deutschland, aber mit vielen sehr hingegebenen Mitgliedern. Und so wurde dieser Bauernhof gekauft, mitten im Bayerischen Wald, sehr abgelegen, als Rückzugsort, als Meditationsort und ein Ort, an dem die Devotees Krishna-Bewusstsein ganz natürlich praktizieren können. So hat es Srila Prabhupada auch erklärt, dass man eigentlich an einem sehr natürlichen, ruhigen Ort leben soll. Und wir sind nur in den Städten, um das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Aber für unseren spirituellen Fortschritt ist eben diese ländliche Umgebung sicherlich zuträglicher. So, dieser Ort heißt Simhachalam, ist im Bayerischen Wald. Hier leben momentan circa, ist immer schwer zu sagen, ist ein großer Bahnhof eigentlich, ein ständiges Kommen und Gehen, ist ja auch die Hare Krishna-Bewegung, so wir sind immer in Bewegung. Aber circa 30 Leute leben hier. Wir haben verschiedene Objekte, also insgesamt 13 Hektar Land. Die verschiedenen Objekte werden genutzt als Gästehaus. Wir haben ein sehr schönes Gästehaus mit mehreren Zimmern, in denen man übernachten kann, sich einquartieren kann und ganz unverpflichtet sozusagen das Krishna-Bewusstsein sich ansehen kann. Ein wunderschönes kleines Gästehaus. So, da möchte ich auch alle, die das noch nicht wissen, auch einladen. Wenn ihr mal eine Zeit verbringen wollt, einen spirituellen Urlaub machen wollt, kann ich euch Simhachalam nur ganz nah ans Herz legen. Hier gibt es auch jeden Tag das Tempelprogramm und Vorträge und so weiter. Und das Gästehaus kann eben dafür genutzt werden. Die Preise sind auch erschwinglich, das ist alles ganz fair, angenehm und schön. Gegenüber vom Gästehaus haben wir das Tempelgebäude, das ist das alte Bauernhaus. Der Tempeleingang ist direkt gegenüber vom Gästehaus mit sehr schönen Treppen hinauf zum Tempel. Der Tempelraum selbst war früher die Scheune, wurde dann eben in den frühen 80er Jahren von den Devotees vollkommen umgebaut zu diesem wunderschönen Tempelraum, in dem die täglichen Programme stattfinden, in dem man meditieren kann, chanten kann, studieren, beten und so weiter. Und man hat oft beobachtet, dass Menschen, die noch gar nicht viel Ahnung haben vom Krishna-Bewusstsein und diesen Raum betreten haben, sofort eine Veränderung in ihrem Gemüt feststellen konnten. Und man konnte das auch sehen, dass Menschen hier reagieren, weil dieser Ort sehr kraftvoll ist, ein heiliger Ort, der Tempelraum, in dessen Zentrum eine Murti von Srila Prabhupada ist, dem Gründer Acharya der Hare Krishna-Bewegung, und neben ihm das Sanctum Sanctorum, der Altar, auf dem sich eine wunderschöne Bildgestalt von Narasingha Dev befindet. Und diese wird schon seit vielen Jahren nach strikten und konkreten vedischen Regeln, Regulierungen, Prinzipien verehrt. Und diese Verehrung findet schon seit nun 1982 tagtäglich statt mit vielen, vielen Elementen. So, der Ort, dieser Raum ist sehr machtvoll und hier zu meditieren und so weiter ist sehr, sehr zu empfehlen. Muss man mal erlebt haben. Und im Tempelraum gibt es auch ein paar Bücher. Man kann die Bücher lesen und auch kaufen. Wir haben auch einen kleinen Tempelshop und so weiter. Und
Rund um Simhat Shalom ist keine Stadt, keine Straßen, weit und breit hört man kein Auto. Es ist wirklich mitten in der Natur, umgeben von Gärten und Feldern. Und viele, ja, wir haben selbst eben 13 Hektar Land. Das nutzen wir eben, um Getreide anzubauen. Das sind die Wiesen für die Kühe und auch unsere Gewächshäuser und Gemüse und so weiter. Ein anderes Objekt auf unserem Grundstück ist das Grihastha-Haus oder das Haus, in dem verschiedene Familien leben und dem anschließend der Brahmachari-Ashram. Das ist eben das Kloster, könnte man sagen, oder die Unterkunft für die Mönche, die männlichen Mönche. Die Frauen wohnen im Gästehaus, also das Gästehaus wird genutzt für Gäste und in der Oberetage sind auch die weiblichen Devotees. Matajis, wie wir sagen, da leben nur die Frauen und die Männer und Jungs leben im Brahmachari-Haus. Das war früher überhalb vom Tempel, aber das wurde eben auch ganz früh gebaut. In den 80er Jahren war der Brahmachari-Ashram, da haben nur Männer Zutritt, das eben für die Mönche. Aber vor ungefähr 3 Jahren hatten wir da ein Problem in Form von Bettwanzen. Da gab es eine Epidemie, gerade in ganz Deutschland, in vielen Hotels und immer noch eigentlich, aber das war wahrscheinlich da ein bisschen stärker, haben sich die sehr verbreitet und wir haben sie leider auch abbekommen, weil der Brahmachari Ashram auch gut besucht ist. Und durch das Reisen heutzutage werden diese Tiere, diese Insekten leicht verschleppt und das Problem ist vielleicht in einem Hotel oder in einem Zimmer oder im Zuhause, ist auch schlimm, ja, jeder, der es schon mal erlebt hat, weiß, es ist sehr unangenehm, aber nicht so schlimm, weil man es recht... Ja, man kann sie gezielt bekämpfen, aber dieser Brahmachari-Ashram, das ist ein großer Raum mit altem Holzverbau. Und so haben sich die richtig gut eingenistet und das war eine Epidemie praktisch. Das führte dann so weit, dass wir da ausziehen mussten. Wir konnten da nicht mehr leben. Und man hat alles Mögliche versucht, in Form von verschiedensten Bekämpfungsmethoden, die alle nichts gebracht haben. Und letztendlich haben wir das sogar als Krishnas Barmherzigkeit gesehen und einfach den ganzen Ashram ausgeräumt, abgerissen, wodurch wir jetzt gerade dabei sind, den ganzen Ashram neu aufzubauen. Einen neuen Brahmachari Ashram und seitdem auch diese Bettwanzen sind auch weg, wir haben alle Wände raus und es wurde dann nochmal mit Mittel bekämpft und so weiter. Zwischenzeitlich dann war das eben ein ganz großer Raum, vorher waren da viele Zimmer. Weil das ist ja die Oberetage dieses großen Bauernhauses, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Quadratmeter das sind, aber es sind so 300, 400 Quadratmeter oder so. Jedenfalls wurde das dann zwischenzeitlich genutzt, da hat man einfach irgendwo geschlafen und sich da sowas aufgebaut, war nicht ideal, aber seit ein paar Monaten begannen die Renovierungsarbeiten und nun wird dieser ganze Ashram neu aufgebaut. Und das ist in der Hinsicht, kann ich es jetzt sehen, als Krishnas Arrangement mit diesen Bettwanzen, weil sonst hätten wir das nie gemacht, so einen Aufwand hätten wir uns nie angetan. Aber das hat uns dazu gebracht, das zu renovieren. Die Renovierung kostet ungefähr ja, zwischen 70.000 und 80.000 Euro. So, da möchte ich euch, wer von euch gut betucht ist oder auch weniger gut, jeder, der da mithelfen möchte und für die Mönche, einen Ort schaffen möchte, kann mit einer Spende natürlich helfen. Oder wenn jemand praktisch ist, handwerklich begabt ist, mithelfen möchte, gibt es sicher auch Möglichkeiten. Jedenfalls wird dieser Ashram gerade renoviert und darüber möchte ich nachher auch ein bisschen sprechen, weil in diesem Video geht es ja um die News von Simhat Shalom. Vielleicht gibt es mehrere Videos dieser Art, dass ich euch erzählen kann, was hier eigentlich so los ist. Aber das mal so als Einleitung. So, die erste Nachricht, die ich euch teilen möchte, ist, dass wir vor kurzem einen Traktor gekauft haben. Wir hatten viele Jahre lang einen Traktor, weil wir einen Gärtner hatten, den Dieter, dem wir auch sehr dankbar sind, dass er viele Jahre hier mitgeholfen hat, seit seiner Rente. Und er hat auch einen Traktor gekauft und hat viele Jahre die Felder bestellt und im Garten mitgeholfen, nicht geholfen, er war der Gärtner, hat all das gemacht. Aber aus verschiedenen familiären Gründen musste er wieder nach Hannover gehen, wo er eigentlich herkommt, und ist leider nicht mehr da und hat auch seinen Traktor mitgenommen, was auch verständlich ist. Und so haben wir einen neuen Traktor oder einen Traktor kaufen müssen. Und das haben wir jetzt gemacht und es ist ein tolles Teil, ein bisschen älter, aber Traktoren, die halten was aus. So, den kann ich euch auch präsentieren.
und wie es für unsere Fahrzeuge so üblich ist, jemand, der uns schon ein bisschen kennt, weiß, dass die 108 unsere Glückszahl ist, sozusagen, heilige Zahl 108. Und so haben wir immer die 108 auf unseren Kennzeichen und so auch auf dem Traktor und auf praktisch allen Autos von Devotees ist immer die 108 drauf. Kann ich auch empfehlen, falls jemand das anwenden möchte. Irgendwelche Initialien von Krishna oder was uns erinnert an Krishna. Ja, KB, Krishna Balaram oder Narasingha oder so etwas Kurzes in S oder sowas. In, ja. Oder Narasingha oder Prahlad Narasingha, PN und so weiter, wie man möchte. So, ja, das war dieser Punkt. Dann hatten wir eben in dem Ashram gelebt, der eben jetzt renoviert wird. Und dann begann die Arbeit, wurde geplant, Architekt und so weiter. Also es sind viele Dinge, es ist nicht so einfach, das ganze Ding wieder herzurichten. Und eine Sache war, wir mussten den Ashram ausräumen, die alte Dämmung raus und den ganzen Verbau an den Wänden. Und da haben wir uns selbst drum gekümmert, um Kosten zu sparen, nicht eine Firma beauftragt, weil wir sind ja auch, ja, abreißen können wir schon, aufbauen, also ich persönlich vielleicht weniger, aber abreißen, das haben wir hinbekommen und das hat dann so ausgesehen. Shall we begin? Let's begin. This is not a drill. Is that all you got? Oh, Maharati im Einsatz. Nachdem der ganze Abriss vorgenommen wurde, können wir nun unser Werk, die Früchte unserer Arbeit, unserer intensiven Arbeit begutachten in Form dieses Riesenhaufens von Holz. Der ganze Wandverbau liegt jetzt mal hier rum und der wird dann gehäckselt, eine Häckseranlage und dann verheizt, weil wir haben eine Holzschnitzelanlage. Wir heizen hier den ganzen Hof mit Holzhackschnitzel. Da gibt es eine große Anlage. Da wird das gemacht. So, das ist ganz praktisch auch. Und nun beginnt eben die nächste Phase unserer Renovierung. Nun kommt die Neuisolierung. Die ist heute auch angekommen in Form dieser Hanfmatten. Ja, das ist nichts zum Rauchen natürlich. Das ist einfach ein Industriehanf, aber gilt als gutes Dämmmittel. Vorher hatten wir diese
diese Glaswolle und die wir auch leidvollerweise eben abgerissen haben und das auch mitbekommen haben, dass das nicht angenehm ist. So dieses neue Dämmmaterial ist gerade dabei, verlegt zu werden. Und das wird eben von handwerklich begabten Devotees gemacht, die also wirklich Ahnung haben davon. Also wir sind schon da professionell unterwegs. Und so wird dieses ganze, der ganze Raum neu isoliert gerade. Und dann später natürlich, und ja, was auch gerade passiert, die Fenster, neue Fenster werden gerade installiert. Das sind, weiß nicht, 15 Fenster oder so. Die werden auch von einem sehr begabten Devotee gerade eingesetzt. Das wird noch ein paar Tage dauern, dann sind die alle drin. Dann ein paar Tage dauert es noch, dann wird, also jetzt beginnt gerade die Arbeit mit dieser Isolierung. Und dann ist schon ein Arbeitsschritt abgeschlossen. Später kommt natürlich dann ein neuer Boden und dann die Wände werden gezogen und die ganzen Installationen und so weiter. Aber das sind wir noch nicht. Wir hoffen, dass wir das bis zum Herbst schaffen, dass der Ashram dann vollkommen neu ist. Möglich oder wie sagt man, dass man dann beziehen kann, dann können die Mönche und Brahmacharis wieder aus diesem kleinen Häuschen, das ich zu Beginn kurz gezeigt habe, umziehen in den Brahmachari-Ashram. Dann werden die Matajis kommen in dieses Haus, dann ist das Gästehaus auch freier für Gäste. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft auch noch Häuser hier bauen können, weil wir sind gerade schon am Expandieren. Wir haben viele Gäste, Besucher, Bewohner, interessierte Menschen, die hier mitmachen wollen. Warum? Weil es einfach ein cooler Ort ist. Im Hatschalam ist ein total cooler Ort um das Krishna-Bewusstsein zu praktizieren, praktisch der perfekte Ort, um Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Es ist eine tolle Gemeinschaft, coole Leute, super Essen, wunderbares Tempelprogramm, tiefe Philosophie, einfach ein schöner Ort, wenn man hier spazieren geht, wandern geht und so weiter. Also es ist wirklich wieder Himmel auf Erden, fühlt man sich total wohl. Und so wollte ich euch heute mal ein paar News zeigen aus Simhachalam und euch einladen, auch zu hierher zu kommen, zu besuchen. Der Ort ist in der Nähe von Passau. Man kommt nach Passau ganz einfach mit dem Zug. Mit dem Auto könnt ihr direkt herfahren natürlich. Aber wenn ihr kein Auto habt, fahrt ihr mit dem Zug oder mit dem Bus, zum Beispiel Flixbus. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Werbung gemacht, aber das ist sehr praktisch. Da kommt man dann direkt nach Passau und von dort kann man entweder mit einem Bus weiterfahren, hierher. Der braucht circa eine knappe Stunde. Und dann holen wir unsere Gäste immer ab aus Jandlsbrunn, aus dem Dorf. Das ist 3-4 Minuten mit dem Auto von hier. Oder kommen mit dem Auto direkt hierher. Wie gesagt, wir haben ein Gästehaus. Könnt auf unsere Webseite schauen, wie da die Preise sind. Oder momentan natürlich, weil der Ashram ja noch nicht fertig ist, kann man auch als bei den Brahmacharis leben. Das heißt, man lebt dann hier für frei, Arbeit für Kost und Logis. Muss man halt mithelfen, aber ist ja auch kein Problem und kann dann auch hier einfach mitleben. Natürlich müssen wir da, haben wir immer eine Probezeit und mal kennenlernen, ob man da reinpasst. Aber für Gäste, das Gästehaus ist unverbindlich in der Hinsicht. Da könnt ihr euch das mal angucken, mal mitmachen. Wir freuen uns, euch mal hier begrüßen zu dürfen. Und ich möchte euch noch über 3 Termine zum Schluss informieren, die ich habe von Veranstaltungen, die ich hier in Simhachalam anbieten werde. Vom 9. bis 14. Juli, wir haben ja 2018, das ist das aktuelle Video. Das wird natürlich später mal ein paar Jahren, wenn das noch online ist, nicht stimmen, aber für die aktuelle Sache. Also 9. bis 14. Juli werde ich einen Bhakti-Shastri-Kurs hier geben. Da studieren wir systematisch einen der Vaishnava-Texte. Wir werden auch sehen, was das ist, ob das ein Teil der Bhagavad Gita ist oder die Ishopanishad. Das wird sich noch bekannt gegeben. Eine Woche lang, also 5-6 Tage, studieren wir Schritt für Schritt einen dieser Vaishnava-Texte und gehen richtig ins Detail. Sehr, sehr spannend, so intensiver Kurs. Vom 10. bis zum 12. August werde ich ein Seminar hier in Simhachalam geben und da möchte ich euch auch einladen, wer da vorbeikommen möchte. Das wird übers Wochenende stattfinden. Das wird so eine Art Tempelwochenende. Da werde ich die Gäste hier begrüßen in Simhachalam, einen kleinen Rundgang geben und ihr könnt das Tempelprogramm kennenlernen. Ich werde ein Seminar geben, eine Präsentation über einen Aspekt, ein Thema des Krishna-Bewusstseins und ihr könnt einfach mal diese Atmosphäre kennenlernen. Das wird vom 10. bis 12. August sein. Und vom 1. September bis zum 1. Oktober, einen ganzen Monat lang, habe ich dann meinen jährlichen Bhakti-Kurs. Das ist ein Kurs, in dem die Grundlagen des Krishna-Bewusstseins präsentiert werden. Einen Monat lang läuft das und es ist nicht nur der Kurs, der Inhalt, der relevant ist und hilfreich, sondern auch die ganze Lebensweise. Ihr werdet die
kann man die Lebensweise kennenlernen, wie man Krishna-Bewusstsein in einem Tempel praktiziert, jeden Morgen früh aufstehen und meditieren und einen Dienst machen im Tempel, mithelfen, und so ist das ein sehr intensiver Monat, aber da macht man einen Quantensprung in seiner spirituellen Entwicklung. So, das wird vom 1. September bis zum 1. Oktober sein. Wer da Interesse hat an einem dieser Kurse oder Punkte, Programme, ja, Termine, kann sich einfach noch an mich melden. Ich werde an mich wenden. Ich werde noch Details bekannt geben über die verschiedenen sozialen Medien, die ich ja verwende. Aber das nur mal zu Beginn. So, ja, Simhacharam, wie gesagt, ein toller Ort. Kommt mal vorbei, schaut es euch an, unterstützt uns. Dieser Ort lebt, wir haben verschiedene Einkommensquellen natürlich, aber es ist ein gemeinnütziger Verein, also gerade im Prozess zu werden, da möchte ich noch nicht zu viel versprechen, aber im Prozess zu werden. Der Ort ist rein dafür da, um spirituell zu leben und spirituelles Wissen zu praktizieren. Wir sind da sehr offen und hilfsbereit, bieten das an. So, wer versteht, dass das eine wichtige und tolle Sache ist, kann mit einer Spende natürlich helfen für diesen Ort, für Simhacharam oder im Besonderen für dieses Projekt, diesen Ashram, Brahmachari Ashram hier zu renovieren. Das ist natürlich eine kostenintensive Sache, und wer da Mittel und Wege hat, kennt, ist natürlich aufgerufen mitzuhelfen und um wirklich diesen Ort noch besser zu machen. Genau, das war, was ich euch heute sagen wollte. Nachrichten, News aus Simhacharam, und am schönsten wäre natürlich, wenn ich euch mal hier sogar begrüßen darf. Hare Krishna.